So, es geht heute weiter mit dem nächsten Team, wo wir noch eine kleine Rechnung mit aufhaben. Ja, wir haben jetzt den MSV Duisburg als Gegner, wo wir das Hinspiel glatt mit 0 zu 4 verloren haben. Und ja, mit diesem Lauf, den wir jetzt haben, wir haben jetzt 5 Siege in Folge, 5 Pflichtspielsiege in Folge, wie gesagt, nach der kleinen Krise. Hoffe ich, dass wir jetzt das nächste Spiel bekommen. Danach jetzt, glaube ich, was war das gerade? Das Essen? Ne, Halle war das, glaube ich, ne? Halle war das, glaube ich, jetzt als nächster Gegner. Erfurt ist nicht mit drin, also muss es Halle gewesen sein. Na gut, ich gehe mal rein ins Match. Und ja, es gibt natürlich nach der erfolgreichen letzten Partie keinen Grund zu wechseln. Also gehen wir rein ins nächste Match. Dauert jetzt nur einen kleinen Moment. Auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Und das ist natürlich ein Duell, dem die ganze Fußballwelt entgegenfiebert. Ah, das ist schon klasse, dass wir da dabei sein dürfen. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. So, die Mannschaften klatschen sich ab. Wie gesagt, in Duisburg 0-4 untergegangen. Das war unsere erste Niederlage. Die hat es richtig in sich gehabt und dafür wollen wir den Jungs heute ein bisschen wehtun. Aber es ist gelungen, wenn die kommenden 90 Minuten natürlich zeigen. Und ja, einfach wird es definitiv nicht. Das können wir schon mal so ein bisschen festhalten. Schauen wir mal. So, auch die Duisburger sind natürlich so ein bisschen heiß. Da sind mal einige Spieler dabei, die wir uns ein bisschen mit beschäftigt haben. Nach dem Hinspiel vor allen Dingen wollte man noch so ein, zwei Spiele verkaufen. Dachte ich mit meiner Verteidigung, es tut weh. Da musste auf jeden Fall nachgeholt werden. Dann habe ich Borgalla ja geholt. Und da habe ich Perrin noch geholt. Und seitdem steht das ganze Ding da hinten. Klar, wir haben 38 Gegentore. Wir haben die meisten, gefühlt die meisten der Liga. Aber unsere gute Offensive macht es ja immer wieder so ein bisschen wett. Auf geht's Das ist ins der Match. Anpfiff. Das Spiel läuft. Bayreuth empfängt den MSV Duisburg, wie gesagt, mit 4-0. Mal gucken, wie weit wir denen heute wehtun würden. Oder ob das heute nochmal eine Machtdemonstration gibt. Ich kann Sie gerne kommen noch jetzt über verzichten. außen. Schauen wir mal. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ingolstadt hat es das sehr, sehr einfach gemacht. Ich glaube, die Duisburger werden es heute nicht machen. Über die Seite Push. Buadus! Ball ist Ja, die weit. erste Chance hatte man der MSV. Vorne jetzt die Balleroberung. Oder das, was wir gerade, was Ingolstadt so ein bisschen als Fehler gemacht hat, machen wir jetzt gerade auch, aber diesmal bleibt der nicht. Sie bieten sich an! Bleibt der auf jeden Fall folgen los. Er schießt! Also. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. 1 zu 0. Die erste Chance für uns. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an Noah. seinem Mann vorbei und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. So, wenn du Sieg Nummer So, da hätten 6? wir also das 1 zu 0. Fragezeichen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 35.
Hängt auf jeden Fall. Und holt sich den Ball. Oh, Hemmerich, gut gelöst da. Sterner über die Seite, über rechts. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Die Chance jetzt. Ja. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Gefährlich war es, aber... So langsam dürfen sie sich auf die Meisterfeier einrichten, oder? Gemach, gemach. Alle schauen auf den Schiri, gibt es eine Karte. Und Fuschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen. Wofür? Bin ich ganz bei dir, in der Situation nur gelb zu geben, ist einfach falsch. Wofür? Was soll denn mal irgendwas? Das ist ein normaler Zweikampf. Oder hat das Ding als... Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Das ist die Möglichkeit. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Guck, wie der noch vom Potenzial steht. Der ist ein starkes Armin. Der ist ja jetzt auch schon plus 6 oder 7. Jetzt wird's gefährlich. Stiegen diese Saison. Mal gucken, wie sie da Richtung zweite Liga wird. Er kann es machen. Ah! Er versucht's. Und da ist der Torwart da, gut gemacht. Mal gucken, was der Keeper. So, Ecke kommt. Bei dem Eckball ist er da. Dann mach ich. Setzt sich klasse durch. So, Lotteier, haben wir da. Ja, gibt's nichts. Das muss er besser machen. Piri. Schöne Aktion, Steilpass. Zu lang. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird es Einwurf geben? Der war ein bisschen zu lang. Herr Groff. Da geht er vorbei. Das könnte Herr gefährlich Groff. Werden. 2-0. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. 35. 10 Minuten von der Halbzeit, das 2-0. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ja, keiner drauf, keiner geht mit, der macht einfach nur den Haken und schneller als die Verteidigung. Hat die ganze Bahn offen. In der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Im Gegensatz zu einigen anderen Leihspielern ist der nämlich fix verpflichtet. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ich habe übrigens den einen oder anderen Spieler schon auf der Transferliste. Ja, auf der Wunschliste, die mir so vorgeschlagen wurde. Gutes Technik. Schumacher ist ja schon fertig. Der bleibt, der wird ja kommen. Vom da wäre jetzt viel FC Hansa. Mal gucken, ich will den anderen leicht mehr klar behalten. Lovor soll bleiben. Sterner im Idealfall. Andresen vielleicht. Ulrich, natürlich. Klar, das mit den Jungs werden die zweite Liga gehen. Viele andere werden sich wahrscheinlich den Club verlassen. Schauen wir auf diese erste Spielhälfte. Erstmal schauen, dass wir den Aufstieg klar machen. Wir gucken, was am Ende rauskommt und Geld. Ohne echte Schwächen. Sie sind gut drauf. Gefällt mir richtig gut, was Sie hier machen. Zwei Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg hin. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Okay, wofür? Auch immer. Lippert. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Jetzt kommt die Flanke rein. Der war wichtig. Ich hätte nur vorher gesehen, dass der sich ein bisschen freigelaufen war. Die erste Hälfte ist damit vorüber. So, ich hätte schon mal wechseln müssen. Leider. Warum auch immer, wie gesagt, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass irgendwas in der Richtung war. Andresen wird jetzt mal die andere Seite. Bakan auf rechts wechseln. Der kann ja beide Seiten spielen. Und das kriegen wir halt nur das zweite Mal aus. Und jetzt geht's hier weiter. So. Ja, starker Pass. Er pfeift Strafstoß. Schiedsrichter,
Wofür? Was fällst du dir zusammen? Erst die gelbe Karte für nichts, eigentlich gefühlt. Wofür fällt jetzt der Elfmeter? Das ist handspielbar. Bringt mal den Gegner wieder unnötig. So, jetzt das Tor. Dann ist es nur noch ein Treffer Rückstand. Und er macht den Elfer. So, 2-1 nur noch. In der Wiederholung sehen wir, die Ecke ist richtig, aber der Ball war einfach zu gut zu präzise. Der war hochgeschossen, das hätte ich ihn gehabt. Ich war richtig dran, auch mit den Händen, mit den Händen in der Richtung war. Der war nicht zu machen. Also 2-1 noch, der Treffer. Sie verlieren hier den Ball. Ja, jetzt bloß ich die... Jetzt bloß nicht das Ding, das Spiel aus der Hand zu verlieren. Boadus. Super Ding, gut gehalten, gut gemacht. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstücke. Ach, Schiedsrichter, du pfeifst. Ja, komm, wir Schiedsrichter, das kann man aber auch anders machen. Also, man muss. Ich habe das Gefühl, dass der Schiedsrichter mich gerade extrem hasst. Dass er gerade keinen Bock hat, dass wir das Ding gewinnen. Sie rücken schön nach, bitte. Weil ich hatte. Da verlieren Sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Toller Pass. Jo, boah. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Es wird Ecke geben. Es wird auch Ecke geben. Sterne. Die Ecke kommt rein. Die Szene geht weiter. Kein Ecklauf. Toller Zweikampf. Mann. Ulrich, gut gemacht da. Da haben sie jetzt den Ball. Sie können. Ja, man merkt einfach gerade so ein bisschen, dass wir raus sind. Also diese zwei, drei Fehlentscheidungen. Da meiner Meinung nach Fehlentscheidung. Hereingabe in die Mitte. Die tun halt gerade ein bisschen weh. Und es gibt natürlich Einwurf. George. Sie haben durchaus Platz auf außen. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Viel zu kurz. Da war auch keiner in der Mitte. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Naja, klar. Er zwingt diesen Ballverlust. Ja, so. Jetzt müssen wir nämlich gerade aufpassen, dass wir das Ding hier noch aus der Hand verlieren. Immer wieder die entscheidende Lücke. Stoppelkamp! Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Wenn ihr gefühlt habt, wie gesagt, das Spiel einfach komplett aus der Hand verlierst. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Viel mit Auge. Das ist die Chance. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. George, 3-1. Nichts zu halten hier. Und das ist ein richtig wichtiger Treffer, weil Duisburg war dran. Schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Den ersten konnte er noch blocken, aber der zweite, der war am Ende eben das Tor rum. Keine Chance. Ja, das war äußerst wichtig, dass wir das Ding jetzt bisschen, dass wir das Ding jetzt wieder beruhigt haben. Weil ja, es ist halt wichtig, ja. Puh. So, da ziehen wir die Wechsel durch jetzt komplett. Drei-Eins heißt es also jetzt. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ciao, ciao. Stoppelkamp.
Gute Aktion. Da können sie kontern. Schiri! Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Ach, bitte nicht, Schiri. Bin ich gerade jetzt eingewechselt, dann müsste ich ja noch spielen, weniger spielen. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und bitte jetzt keinen Verletzten unnötig. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Lippert. Jetzt in der Anspielstation. Holt sich den Ball und marschiert direkt auf die andere Bahn. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Nils Petersen. Super gemacht, gute Verteidigung. Da hat er die Chance. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Ja, das war, wie gesagt, das ist 2-0, war toll. Und danach kam der Schiedsrichter ein bisschen mit dem Einsatz. Ja, hat das versucht, das ein bisschen wegzunehmen. Das war eine wirklich überzeugende Leistung. Deswegen war das 3 als wichtig. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So. Elfmeter, weiß ich nicht, ein bisschen fragwürdig. War gut geschossen, klar. Aber die gelbe Karte verstehe ich nicht und 2-1-2-1-Situation verstehe ich auch nicht. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben die Aufgabe gelöst und ja, wir haben uns gerecht. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Genau, 2 Siege gegen uns. Nicht nochmal. Danke, dass Sie bei uns waren. Fakt ist, dass wir unsere Aufgabe bisher gelöst haben. So, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit. Genau, in Halle. Wir haben jetzt noch 11 Spiele diese Saison. Vielleicht 13 mit dem DFB-Pokal. Also 12 auf alle Fälle durch das Weiterkommen. Ob wir dann im Finale weiterspielen, weiß ich noch nicht. Fakt ist, es sind 38 Saisonspiele, also 11 Spiele, 33 Punkte. Wir hätten jetzt, also alles, was jetzt so 27 und weniger hat, kann. Ja, das heißt, bis Platz 16 können wir nicht mehr abrutschen. Also Klassenerhalt ist safe. Und jetzt können wir gucken, dass wir uns da oben orientieren. Das erste Ziel ist erreicht und das war der Klassenerhalt. Das haben wir ziemlich souverän klar gemacht. 7 Spiele vorhin. Ja, muss er halt spielen, muss einfach mal spielen. Ist egal, alles gut. Das kriegen wir schon irgendwie sortiert und wir freuen uns dann schon aufs nächste Spiel. Morgen 14 Uhr dann in Halle. Bis dahin, ciao.